Haben wir früher selber gemacht, Popcorn. Guck mal, die tanzen. Guck Aber mal, das ist ja, schon vor schafft. 20, 30 Jahren, da gab es die Popcorn noch in die Supermärkte. Und dann hat man sich halt für 2 Guckt Euro ja. so Mais gekauft und hat die halt in der Pfanne Alter. dann Popcorn gemacht. Das ist alles weg. Ja gut, im Aldi. Kino. Hilfe, ich kann nicht mehr schreiben. Kino. Ja, da musst du schon rausgehen, jetzt weißt du nicht, wo das ist. Und ja, wir haben früher unser Popcorn selber gemacht. Wo ist er denn, der Bob? Discount. Da ist er, komm. Da ist er, komm. Der kommt gleich mit dem Motorrad. So, Ticket hier. Wo ist das Kino? Hier ist das Kino. Oh, ich war schon lange nicht mehr im Okay. Kino, schon Ja. ewig nicht mehr im Kino. Das darf ich gar nicht sagen, wann ich das letzte Mal im Kino war. Digga, morgen Schule, ehrlich, um Gottes Willen. Oh, nee. Schule, nein, danke. Lehne ich ganz höflich ab. Das könnte ich nicht mehr ertragen. Wir hatten gute Lehrer, wir hatten wirklich, wirklich gute Lehrer. Ach, ihr seid schon alle hier. Ja. Aber die guten Lehrer waren meistens immer nach einem halben Jahr wieder weg. Der eine ging dann aufs Gymnasium zurück. Und, was leider, naja, ist halt so. Kann Okay. man nichts machen. Naja, so schlimm wird es jetzt nicht sein. Nils. So schlimm, ja, wird die Schule schon nicht sein. Schule ist ja meistens in den höheren Klassen, ist sie dann ein bisschen schwieriger. In den unteren Klassen, so 6., 7., 8., wenn man Glück hat, auch noch in der 9., hat man relativ gute Lehrer noch. Die sind noch motiviert, ne? Schlimmer wird es dann eher dann in der Berufsschule, weil da diese Lehrer, die keinen Bock mehr haben, nicht rausgeschmissen werden. Und in den höheren Schulen weiß ich es nicht. Da kommt es immer ganz drauf an, ob das Privatschulen sind oder so. Also ich finde diese ganzen Videos sehen sehr, sehr hochqualitativ aus, ne? Ach, das gibt schon lang. Das hat, macht nur keiner. Das sollte ja So. damals in. Oh Gott. Oha, bin ich jetzt erschrocken. Das war das Motorrad. Ich habe Hunger, ich will was essen. Oh, der kleine Hundi! Kann ich ihn füttern? Das ist nicht mein Hund. Bitte Hund füttern. Na dann, ich glaube. Guck mal im Chat, ich glaube, Mine geht's nicht gut. Mein Tier ist schon wieder weg, ne? Also irgendwie reißt der immer aus. Ich nehme jetzt mal den kleinen Elefanten mit. Uiuiui. Das ist Dumbo. Schaut mal so eine kleine Saluki. Guck mal meinen Pet an. Den hier. Komm, Dummhund. lass uns mal rausgehen. Hier ist es so dunkel. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fuchs sind wild. Also schon schön gemacht. Wenn man sich überlegt, es muss ja ein Riesenserver sein, Ich springe. Aua. weil der ja alles zur. Da Guck mal, muss er. hier für Miete gibt es hier auch Futter, ne? Tierfutter. Wo kann man das Tierfutter herkriegen? Hier gibt es einen Laden. Komm mit. Wir müssen ein bisschen weiter nach unten, tatsächlich. Ja, das wird hier alles zensiert. Das ist total doof. Ihr müsst über Ding schreiben normalerweise. Über YouTube. Ja, Oder Twitch. YouTube oder Discord. Komm. Komm, Mile. Kann man mal hier rüber? Jetzt kommt er. So. Oha! Ohohoho. Oh, Mine ist Pfeil auch und Bogen. runtergefallen. Wo ist er denn jetzt? Die Pfeile Ganz liegen oben. wirklich auf dem Boden. Das ist ja Wahnsinn. Ui, jetzt weiß ich nicht, wie ich. Ach du meine Güte, das ist ein Auto. Hier ist ein Auto, Das ist ein ja. Elefant. Das Oha. ist meiner. Das ist Dumbo. Schon süß. War ich heute schon in Disney? Ja, ich war heute schon in Disney. Oh, guck Ui, da mal. ist ein Truthahn. Welches Haustier hat der Fuchs? Einen richtig coolen hier, guck mal. Wir hören dann langsam auf, Leute. Es ist spät. Wenn die anderen in die Schule morgen müssen, dann.
Wir werden ja, ich weiß nicht, ob ich morgen live gehe. Guck mal, euer. Morgen wollte ich das Spiel spielen mit Todd. Guck mal. Morgen ist Dienstag, ne? Am Mittwoch wollte ich dann das Spiel vielleicht von mit Fuchs. Und am Donnerstag können wir dann das Spiel spielen wieder mit Miele. Was hat er denn? Jetzt ist er sauer, der Miele. Nee, ihm geht's schlecht irgendwie. Was ist passiert? Wenn es morgen nicht geht, ist ja egal. Wenn es geht, geht. Ihr müsst ja nicht. Ich versuche jeden Tag eine Stunde, zwei Stunden live zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich schaffe. Nehmen wir an. Nee, das ist nicht gut. Ich nehme auf jeden Fall wieder einen. Der Truthahn ist auch schön. Ist da noch jemand drin? Ich hab einen. Fahren mit der 001. Oha. Oh. Kommt Todd. Oh Gott, oh Gott. Kommt Todd, wir gehen raus. Oha, es geht wieder ab in den. Einmal alle einsteigen. Wir fahren mit dem Bus. Oh je. Merkst du, dass da innen drin kein Licht ist? Im Bus? Wir hatten mal einen Busfahrer, der ist gefahren und dann ist der einfach bei einer Station weitergefahren. Der hat einfach nicht die Tür aufgemacht. Ja, das war bei uns auch so. Komm, entweder, ey, aber warum ist das so? Hat er das einfach vergessen? Vergessen oder kein Bock? Ja, Bock kann ich mir nicht vorstellen, weil das kannst du ja nicht machen, weil die Leute müssen ja raus, die müssen ja in die Arbeit oder was auch immer. Und einmal ist er dann ein bisschen weiter stehen geblieben und hat sie rausgelassen. Und beim anderen Mal hat er erst in der nächsten Haltestelle die Leute rausgelassen. Sportzentrum. Sollen wir Sportzentrum reingehen? Ja, wir haben nicht mehr viel. Wir hören dann auf, weil das können wir alles morgen machen. Oder übermorgen. Naja, wenn wir halt wieder spielen. Das soll Olympia sein oder was hier. Oh, guck mal, hier gibt es einmal Schwimmen.